Nee. Ah, die Götter sind meine Zeugen, ich schwöre! Götter? Welche? Welchen Unterschied machen? Sie alle, alle Götter, ich schwöre es! Ich habe noch nie einen einzigen Mann so viel über Götter reden hören. Lass ihn los. Niemand auf dieser Insel darf dieses Wort benutzen! Hat der Zyklop gesagt? Hat er deine Gefühle verletzt? Ich will nicht hören, dass man mich so nennt! Das habe ich nicht, nicht! Aber du bist so fett. Ich meine, groß und stark. Und du hast wirklich nur ein Auge. Mein Auge. Gib es zurück. Gib es her, dann töte ich Markus nicht, weil er dich hergeschickt hat. Gib es zurück. Du willst es? Hol's dir. Dann hol es dir. Ah, shit. Wir sind halt 1 gegen 1 auf jeden Fall stärker. Und wir haben den Söldner noch an der Backe. Was machst du denn? Das ist so unfair. Der hat mich auch immer wieder gesehen.
Immer wieder haben die mich gesehen. Wenn ich erwischt werde, habe ich ein Problem. Der Zyklop. Den nehme ich mir vor. Also wir brauchen erstmal den Söldner, der muss weg. Okay, sollten wir schon mal weg. Ganz langsam. Alter. Du hättest den Auftrag besser abgelehnt, Halas. Arena-Einladung. Sehr schön. Einst ein freundliches Dorf. Doch nun ist es ein Hort der Anarchie und Gewalt. Keine Sorge, das dauert noch. Dein letzter Atemzug. Okay, weißt du was? Schnellspeichern geht hier nicht. Warum nicht? Dann verlassen wir das kurz. Dann können wir bestimmt schnell speichern. Schätze. Okay, ein Schatz. Zwei Schätze. Wo ist der dritte?
2, Schatz. Der müsste da hinten irgendwo sein. Jetzt kommt die Sequenz wieder. Die Götter sind meine Zeugen, ich schwöre! Götter? Welch? Welchen Unterschied machen? Sie alle Götter, ich schwöre es! Ich habe noch nie einen einzigen Mann so viel über Götter reden hören. Lass ihn los. Niemand auf dieser Insel darf dieses Wort benutzen! Hat der Zyklop gesagt? Hat deine Gefühle verletzt? Ich bin nicht dran, dass man mich so nett. So cool. Das habe ich nicht. Aber du bist so fett. Ich meine, groß. Stark. Und du hast wirklich nur ein Auge. Mein Auge. Gib es zurück. Gib es her, dann töte ich Markus nicht, weil er dich hergeschickt hat. Gib es zurück! Du willst das? Macht's. Es ist drin. Dann hol's dir. So, ich hoffe, wir haben jetzt ein paar weniger. Wir haben jetzt so ein paar mehr gekillt hier vorne. Nein. Jetzt? Ja. Perfekt. Nicht mehr durchsuchen, okay. Schatzplündern 3, Bandmannführer. Hmm.
Hm? Hallo? Finden wir hier den dritten Schatz? Nee, ne? Doch, da. Alles klar. Finde ich gut. Nummer 2. Ich bin noch kein Tier. Komm mal raus. Ich bin kaum einen Tag auf Kefalenia und so heißt man mich willkommen. Es sind nicht alle so schlimm. Beweise es, indem du mich zu meinem Bruder Davos eskortierst. Meine Drachmen gehören dir, wenn du das tust. Was überlegst du nicht? Du bist kommen. Ab dich! Denken wir es hinter uns. Heute lernst du hart. Ja, komm mal. Ornios, endlich wieder vereint. Dieser Söldner war das einzig gute Ei in einem Korb voll fauler Eier. Bezahl ihn für mich, Davos. Alles für meinen kleinen Bruder. Ich sagte doch, es sind nicht alle so schlimm. Nein. Oh. Wir haben beinahe wieder in den Tod gesprungen. So, da haben wir noch einen Schatzi. Wird abgeschlossen, sehr schön. Jetzt gehen wir noch zum Typi. Tü, hallo. Wir sollten nicht länger hier bleiben. Sogar Ratten wie diese haben Freunde auf Kefalenia. Bei Zeus, diese kefalenische Bandit versteht keinen Spaß. Zum Glück bist du auf meiner Seite. Sie scheinen sich zu fürchten. Menü?
Ich kann dir nicht genug danken. Nach all meinen Jahren auf See wäre es eine Schande gewesen, in einem Krug zu ertrinken. Ah, wo sind meine Manieren? Ich bin Barnabas, Schiffsführer der Adrastea. Nun, Barnabas, es ist mir eine Ehre. Ich bin Alexios, Söldner von Beruf. Oh, ich bin sicher, du bist weit mehr als das. Wie meinst du das? Als sie meinen Kopf unter Wasser drückten, betete ich zu den Göttern. Und als sie ihn rauszogen, warst du da. Ich bin die Antwort auf deine Gebete, das war Zufall. Ja. Du hast gerufen, ich habe dich erhört. Viele behaupten, sie hätten göttliches Blut in den Adern. Du bist der Erste, dem ich es glaube. Wo kommst du eigentlich her? Von überall und nirgends. Die Adrastea ist mein Zuhause, aber geboren wurde ich auf Mykonos. Ich habe keinen Fuß mehr dorthin gesetzt, seit ich zur Armee ging. Dann bist du ein Soldat. War ich. Meine Brüder und ich waren Schiffsführer in der Athena-Flotte, bis eines Nachts Poseidons Zorn unsere Schiffe versenkte. In jener Nacht habe ich es gesehen. Was hast du gesehen? Es. Was hast du gesehen? Der Gott des Meeres entfesselt mehr als nur den Wind und die Wellen, wenn er wirklich zornig ist. Ich sah seine Bestie, sein mörderisches Schoßtier. Wenige glauben mir, doch dieses blinde Auge erinnert mich auf ewig daran. Die Strafe dafür, dass ich Poseidons Kreatur erblickt und überlebt habe, um davon zu erzählen. Also warum haben dich die Männer angegriffen? Ach, du kennst doch die Leute hier. Nichts für ungut. Ich erzählte von meiner letzten Reise und plötzlich führen sie sich auf wie ein Haufen Wildgewordener. Was hättest du ihnen denn erzählen können, dass sie so verärgert hat? Meine letzte Reise. Wir fanden einen einzelnen Mann auf einem Floß. Bevor er starb, erzählte er eine Geschichte, die einem das Blut gefrieren lässt. Es ging um eine furchterregende Kreatur, so hässlich, dass es kein Wort dafür gibt. Und ich sagte nur, einäugiges Monster. Plötzlich werde ich in einem Tonkrug ertränkt. Ja, dann ist ja kein Wunder. Der Zyklop nimmt sowas sehr persönlich. Also hast du ein Schiff? Natürlich. Bei den Göttern, sonst würde ich ja hier festsitzen. Und wo ist es jetzt? Dank dir ist es noch im Hafen von Sami, wo ich es zurückließ. Vielleicht hat uns doch das Schicksal zusammengeführt. Ich brauche ein Schiff und eine Mannschaft. Du hast mich gerettet! Es würde die Götter beleidigen, wenn ich es dir nicht anböte. Also, ist das ein Ja? Mein Schiff, meine Mannschaft und ich stehen dir zu Diensten. Du kommst ganz sicher nicht aus dieser Gegend. Götter, nein! Und dafür bin ich dankbar. Jetzt komm und sieh die Adrastea. Wo bist du denn hin? 600 Meretes. Haben wir überhaupt noch irgendeinen Aussichtspunkt oder so in der Nähe? Nö, ne? Nehmen wir vielleicht irgendwas noch? Ja, und hier hinten müssen wir ja eigentlich noch den Schatz plündern. Könnten wir gleich mal machen. Komm her. Plötze. Na ja.
Entschuldigung. Das ist auch noch ein Schatz gewesen. Ella. Die Achtung! So, dann gucken wir nochmal schnell zu dem Schatz. Und dann gehen wir mal aufs Schiffchen. Das zum Stehlen, ne? Müssen wir ja wohl machen, sorry. Nein, weg. Nein. Ich will keine Unschuldigen töten. So, jetzt kommen wir zum Questziel. Ach, ja.